Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Singt, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wochenspruch aus dem 98. Psalm begrüße ich Sie zu unserem nächsten Online-Gottesdienst. Kantate, singt. Eigentlich hätten wir heute hier in Stromberg Konfirmation gefeiert und auch in Seibersbach und in Windesheim. Und in meinen kühnsten Träumen hatte ich gehofft, dass wir heute wieder Präsenzgottesdienste feiern würden. Aber heute sind wir doch noch einmal online. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil singt dürfte ich heute gar nicht zu Ihnen sagen, wenn Sie hier in der Kirche wären. Aber Sie zu Hause, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singen wir gemeinsam, Corona-Maßnahmen-konform, jeder für sich und doch alle zusammen, das erste Lied, Du meine Seele singe. Thank you.
Das Singen ist die wahrscheinlich älteste musikalische Ausdrucksform. Und in der Bibel wimmelt es nur so von Gesang. Und das Gesangbuch Israels, der Psalter, bereichert auch unsere Gottesdienste bis heute. Beten wir gemeinsam den 98. Psalm im Gesangbuch, die 742. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Namen. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Loben wir Gott mit unserem ganzen Herzen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, Kantate feiern wir, singt. Doch manchen versagt die Stimme vor Kummer oder vor Sorge um andere oder sich selbst. Auch vor dem Bangen um unser aller Zukunft. Viele Wochen mit Einschränkungen liegen hinter uns und doch singt deine ganze Schöpfung dir ihr Lied. Lass auch uns einstimmen. Denn es gibt unendlich viel Grund, dir zu danken. Nicht nur mit der Stimme, mit dem ganzen Körper, der ganzen Seele. Du bist es, der aus dem Dunkel herausführt, der uns den Atem gibt und das Leben schenkt. Auch und auch in schweren Zeiten bei uns bist. Amen. Was geschieht, wenn Menschen am Singen gehindert werden, weiß Jesus. So lesen wir im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel. Als Jesus schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Halleluja, jauchzt Gott alle Lande, Lob singt zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Liebe Gemeinde, als ich den Predigttext für diesen Sonntag Kantate aus dem zweiten Buch der Chronik zum ersten Mal gelesen habe ich gedacht,
Da musst du wohl etwas anderes suchen. Das passt jetzt ja überhaupt nicht. Denn da geht es los. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Geht ihnen das auch so? Da versammelte Salomo. Allein das Wort versammeln. Sofort ploppen bei mir alle Corona-Regeln auf. Mindestabstand halten, Menschenmassen meiden. Und jetzt, dort in Jerusalem, so ein Getümmel. Manchmal geht mir das auch bei Fernsehfilmen so. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft da Menschenansammlungen gezeigt werden? Mir kommt es so vor, als wäre es schon ewig her, dass ich zum letzten Mal jemandem zur Begrüßung die Hand gegeben habe oder tröstend den Arm um jemanden gelegt habe. Es war so selbstverständlich. Und nun merke ich erst, was für ein Schatz das war. Bin sicher, vor einigen Wochen wäre mir an diesem Predigttext überhaupt nicht aufgefallen, dass sich da eine große Menschenmenge versammelt. Und jetzt frage ich mich sogar, kann ich den Text überhaupt nehmen? In Zeiten von Abstand, Versammlungsverbot und Mindestabstand. Aber eigentlich möchte ich auch gar nicht mehr nur über Corona reden. Also begeben wir uns doch einmal auf eine Zeitreise zurück. Nicht nur vor Corona, sondern viel weiter. Ins 10. Jahrhundert vor Christus nach Jerusalem. Dort ist nämlich gerade der erste Tempel fertiggestellt worden. Und auch wenn der uns heute vermutlich nicht mehr sonderlich beeindrucken würde, damals war das etwas ganz Besonderes. So heißt es im Buch der Chronik. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten, und so brachten sie die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspieler erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Neustart. Ein großer Umzug findet da statt. Die Bundeslade, also der Kasten, in den die Steintafeln, die Mose von Gott empfangen hat, aufbewahrt wären, zieht in den neu gebauten Tempel. Ein riesiges Orchester. Trompeten, Zimbeln, Harfen, lauter Jubel mischt sich darunter. Die vielen Stimmen werden zu einem großen Ganzen. Ganz geordnet ziehen sie da hinauf auf den Berg. Und vielleicht merkt man spätestens jetzt, dass das ein besonderer Umzug ist. Denn sonst sind Umzüge ja meist ziemlich chaotisch. In welcher Kiste war noch mal? Ich hätte schwören können, dass ich das da hineingetan habe. Nun, was in den Tempel umzieht, das ist ohnehin eher einfach. Nur ein paar liturgische Geräte. Aber das Wesentliche ist die Bundeslade.
Ein Kasten, in dem auch nichts ist, außer den beiden Steintafeln. Nichts weiter als die 10 Gebote. Und doch so viel. Diese Gebote für ein Leben in Freiheit. Sie erinnern an den Auszug aus Ägypten. Sie erinnern an die Wunder, an das, was Gott getan hat. Gott, der sich Mose vorgestellt hat als der Ich bin da. Der Gott, der sie begleitet hat, auch wenn es schwer wurde. Wenn alles nur Wüste zu sein schien, wenn keine Hoffnung mehr da war. Daran erinnert sich nun die ganze Gemeinde. Und der unbändige Dank dafür spricht aus ihnen heraus. Und sie können gar nicht anders, als zu musizieren und zu singen. Denn sie spüren, Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Er ist da. Und das fühlen sie auch jetzt. Er ist zwar wie eine Wolke, nicht greifbar und nicht durchschaubar. Er bleibt geheimnisvoll, aber eins, das ist ganz klar, Gott ist da. Und mit dieser Gewissheit kann die Gemeinde nicht anders als zu loben. Jeder singt und musiziert mit eigenen Tönen, ein großer Chor, vielfältig, der aber nur eins ausdrückt. Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Noch ein Neustart. Hektik macht sich breit. Windesheim am 12. Januar 2020. Presbyterinnen und Presbyter, 2 Pfarrer, eine Vikarin, eine Sekretärin und einige Konfirmandinnen und Konfirmanden tummeln sich im Eingangsbereich der Kirche in Windesheim. Da war es nicht so geordnet wie damals in Jerusalem. Also, wer geht denn jetzt eigentlich zuerst? Und wieso habt ihr denn keinen Mittelgang? Und wer trägt jetzt? Also, ja, das waren auch nur einige Sachen, die da transportiert werden mussten. Und die Anspannung war ganz deutlich. Ein Neustart. Aber das war noch nicht fertig gebaut, sondern mehr so etwas wie die Grundsteinlegung. Eine neue Gemeinde will gebaut werden. Ob alles funktioniert und wie wird das sein? Vielleicht waren Sie ja sogar selbst dabei und erinnern sich an das Gefühl, als in der vollen Kirche zuerst Jesus ist kommen und dann beim Abendmahl Christus erstanden gesungen wurde. Das war ein riesiger Chor aus allen Teilen der Gemeinde, mit Posaunen und Trompeten, Orgel und eben Gesang. Dahinein mischten sich die Erinnerungen an gute, vergangene Zeiten, an das, was einmal schwer war und auf die Vorfreude auf das Neue. Und da war und ist vieles auch noch nicht so ganz durchschaubar. Aber eins ist auch da klar. Gott ist da. Er ist gütig. Und seine Barmherzigkeit währt ewig. Nun, das scheint auch schon ewig her. Und momentan herrscht bei vielen noch Krisenstimmung. Auch in den Kirchen. Wie soll das weitergehen? Wann werden wir wieder gemeinsam singen und beten? Die meisten Kirchen waren und bleiben auch erst einmal geschlossen. Trotz Lockerungen. Und so ein riesiges Orchester wie damals in Jerusalem oder volles Haus wie bei unserem schönen Begrüßungsgottesdienst, das scheint im Moment auch sehr undenkbar. Was wird nun aus der Kirche? In den sozialen Netzwerken ist seit einigen Wochen ein Cartoon im Umlauf. Teufel und Gott stehen hinter der Weltkugel und der Teufel sagt, na, jetzt habe ich dir auch noch deine letzten Kirchen geschlossen. Und Gott sagt, dafür habe ich in ganz vielen Häusern eine eröffnet. Ja, die letzten Wochen haben gezeigt, dass Gott nicht nur an einen Ort gebunden ist, sondern ein Gott ist, der mitgeht. Oder alleine, auch oder mit der Familie. Da kann erfahren werden, Gott ist da.
Salomo hat für Gott einen Tempel gebaut. Das einfache Zelt reichte ihm nicht mehr. Und unsere Altvorderen haben unsere großen Mühen Kirchen gebaut, fast in jedem noch so kleinen Dorf, um dort Gottesdienst zu feiern. Ein großes Gebäude, manchmal auch etwas kleiner, das aber nur einmal die Woche genutzt wurde. Hätten sie nicht anderes vielleicht dringender gebraucht? Und manche ärgern sich heute auch, dass so viele Kirchen gebaut wurden. Aber für viele ist die Kirche ein Zuhause, ein vertrauter Ort, eine Heimat für die Seele. Was haben Sie schon alles in der Kirche erlebt? Und welche Erfahrungen verbinden Sie damit? Sie ist ein besonderer Ort, um Gott zu danken und zu bitten oder einfach mal still dazusitzen. Nun hat sich viel verändert in den letzten Wochen. Doch Gottes Zusage bleibt: Ich bin da. Und vielleicht ergibt sich ja auch gerade jetzt die Chance, Gott ganz neu zu entdecken. Abseits eingetretener Pfade, aber ebenso wertvoll, dass wir ihm ein neues Lied anstimmen können, das weiterklingt, auch dann, wenn wir wieder in die Kirche treten. Wie wird es klingen? Ganz zart oder wild und dynamisch? Ist es eher Dur oder Moll? Melodisch oder durcheinander? Ich bin sicher, dass auch in diesen Zeiten Gottes Herrlichkeit uns und unser Leben erfüllen kann und wird. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all das, was wir begreifen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns miteinander und füreinander beten. Herr unser Gott, ein frohes und dankbares Lied fällt uns nicht immer leicht. In unser Danken bricht oft die Klage, in unsere Freude die Sorge. Wir bitten dich, dass wir trotz allem, was unser Leben schwer macht, deine Liebe wahrnehmen und deine Treue spüren. So bitten wir dich für die Menschen, denen Leid und Sorgen den Mund verschlossen haben, dass sie nicht mehr singen, sondern nur noch seufzen können. Lass sie spüren, dass du da bist und lass sie neue Hoffnung schöpfen. Wir bitten dich für die Mutlosen und Einsamen, die Kranken und die Trauernden, für die, die dich nicht mehr loben können, sondern weinen. Trockne ihre Tränen, tröste sie und schenke ihnen neue Zuversicht. Wir bitten dich für alle, die gern singen und sich an der Musik erfreuen, dass sie darin dein Rufen hören und sich deiner Liebe öffnen. Stärke auch uns in der Gewissheit, dass du da bist, dass wir dir zur Ehre singen und dein Lob vor aller Welt verkünden. In einem Augenblick der Stille
bringen wir all das vor dich, was uns beschäftigt, unsere Sorgen und unseren Dank, unsere Ängste und unseren Lob. Und gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in die neue Woche unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.